Ja, ich denke, wir lassen die Tür noch ein paar Minuten auf, falls noch jemand nachkommt. Aber wenn wir, die wir hier sind, langsam zur Ruhe kommen können, wäre das super. Habt ihr ein gutes Mittagessen gehabt? Sehr schön. Das ist jetzt die gefährlichste Zeit des Tages, das Suppenkoma kommt. Und wir alle dürfen jetzt die nächste Stunde ankämpfen gegen die Müdigkeit, die nach dem Essen kommt. Ich habe es wahrscheinlich ein bisschen einfach. Bei mir fällt es am meisten auf, wenn ich einsacke. Von daher müsst ihr vor allem auf euren Nachbarn schauen. Und wenn ihr da merkt, dass es langsam runtergeht, dann könnt ihr mit dem Ellbogen nachhelfen. Und genau, ich denke, wir wollen eine Stunde zusammen ungefähr verbringen. Stunde, Stunde 10 Minuten maximal. 15:30 geht es ja dann weiter. Und das Thema ist, wie Christus dich prägt und wie er durch dich dein Umfeld prägt. Und ich habe wirklich kein Interesse, euch jetzt eine gute Stunde zu bespaßen und zu unterhalten. Ich habe wirklich die Hoffnung, dass ihr gekommen seid mit diesem Anliegen, dass euer Umfeld geprägt wird von Jesus und dass überall dort, wo ihr die meiste Zeit eures Lebens verbringt, und das ist nicht in einem Gottesdienstraum, sondern in eurer Nachbarschaft, in eurem Arbeitsplatz, in der Schule, in der Uni, in dem Kindergarten eurer Kinder und was weiß ich, dass dort dieses Gebet, was wir so oft in den Gottesdiensträumen beten, Herr, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, dass das dort Realität wird. Und deswegen lade ich uns ein, erstmal einen Moment still zu werden und sensibel zu werden für den Heiligen Geist, der hier ist, der in uns wohnt. Heiliger Geist, danke, dass du hier bist, danke, dass du in uns wohnst, die wir Kinder Gottes sind. Danke, dass du auch heute noch sprichst. Danke, dass du mit uns bist, ob wir hier im Gottesdienstraum sind oder ob wir in den nächsten Tagen wieder in unseren Alltag zurückkehren. Und danke, dass dein Anliegen noch so viel mehr ist, dass auch die Menschen um uns herum in unserem Umfeld Jesus kennenlernen und Zugang haben zu dem, was wir hier gerade an Ostern feiern. Und Heiliger Geist, ich lade dich ein und ich ermutige euch, das auch zu tun, wirklich zu uns zu sprechen, uns Dinge aufs Herz zu legen. Wir wollen nicht einfach nur konsumieren, wir wollen verfügbar sein für das, was du tust und was du tun möchtest in unserem Leben und durch uns. Und ich lade dich ein, jetzt ganz kurz einfach in deinem Kopf, in deinen Alltag zu wandern und dir nochmal ganz konkret vor Augen zu malen. Wer sind die Menschen? Was sind so die Abläufe im Alltag, die den Alltag zum Alltag machen? Was sind die Personen, mit denen du die meiste Zeit in deinem Leben verbringst? Die Beziehungen, die du hast? Wo steckst du am meisten deine Energie rein? Wo ist das meiste von deinem Geld gebunden? Was gibt dir Freude? Und ich möchte dich ermutigen, dieses Bild die nächste Stunde ganz konkret auch im Kopf zu behalten. Weil wir wollen nicht über irgendwas Abgehobenes reden, was weit weg ist, sondern wir wollen über unseren Alltag reden, über unser Umfeld, da, wo wir die ganze Zeit drin sind. Weil da möchte Jesus hineinkommen. Gut, lasst uns anfangen. Ich muss mich mit dem Klicker noch ein bisschen einspielen. Genau, dann sprach Gott. Wir fangen an ganz am Anfang der Bibel und keine Sorge, ich gehe jetzt nicht ganz vom Anfang bis ans Ende durch. Aber wir fangen ganz am Anfang an, weil ich glaube, dass das signifikant ist. Dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen. Da schuf Gott den Menschen nach seinem Bild. Er schuf ihn als sein Ebenbild, als Mann und Frau schuf er sie. Gott segnete sie und sagte zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch, füllt die ganze Erde und macht sie euch untertan. Und im zweiten Kapitel von 1. Mose lesen wir, und am siebten Tag war Gottes Werk vollendet und er ruhte am siebten Tag von all seinem Werk. Gott segnete diesen Tag
und machte ihn zu etwas Besonderem. Denn an ihm ruhte Gott, nachdem er sein Schöpfungswerk vollendet hatte. Die Geschichte beginnt mit einer Person, die aktiv ist. Und das bist nicht du. Es sind auch nicht die Schwaben. Es ist Gott. Gott ist der, der ganz am Anfang steht und der wirkt, der schafft, der kreiert, der sich verherrlicht in seiner Schöpfung. Und der ganz vieles macht, aber der dann sagt, und wir wollen noch etwas Besonderes machen, wir wollen Menschen machen, die ganz ähnlich sind wie wir, die unser Ebenbild tragen, in denen wir selber ganz offensichtlich sichtbar werden. Wenn ich in Gott im Plural spreche, dann sehen wir hier Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist sind schon da. Damit beginnt die Schöpfung. Und Gott schafft den Menschen am sechsten Tag und am siebten Tag, da macht Gott den Schritt zurück, sieht alles an, was er gemacht hat und sagt, es ist richtig gut. Und er setzt diesen Tag zur Seite, um einfach zu sein und um die Gemeinschaft mit seiner Schöpfung zu genießen. Und das, was der siebte Tag in der Schöpfung ist, ist der erste Tag im Leben des Menschen. Der Mensch ist geschaffen und der nächste Tag besteht darin, in der Gemeinschaft mit dem Schöpfergott zu sein. Und wir sehen, dass dieses Prinzip vom Sabbat ganz prinzipiell in der Schöpfung drin ist und dass die Juden das ganz auch festgehalten haben. Und für die Juden war der Sabbat nicht der letzte Tag der Woche, wie für uns oft der Sonntag so der letzte Tag der Woche ist. Für die Juden war der Sabbat der erste Tag der Woche. Damit fing es an. Und womit fing der Sabbat an? Der fing nicht morgens früh an, sondern der fing schon am Abend an. Man aß und dann schlief man erstmal. Und so ist im Prinzip dieses Schöpfungsdesign von Anfang an, wir müssen erstmal gar nichts tun, sondern wir ruhen in der Gemeinschaft mit Gott. Es fängt am Abend an mit dem Schlaf und es fängt in dem ersten Tag der Woche an, wo wir uns ganz ausrichten können auf die Gemeinschaft mit Gott und dann gefüllt mit der Identität, die uns unser Schöpfer gibt, gefüllt mit all dem, was Gott uns zuspricht, von dem gefüllt können wir jetzt in den Alltag gehen, in all das, wozu Gott uns gerufen hat. Und das sehen wir dann später noch, Arbeit und die Erde bevölkern und kultivieren. Und das kommt aber alles erst danach. Es fängt an mit dem in der Gemeinschaft leben mit Gott, dem Vater. Und das ist dieses Prinzip, da ging es heute Morgen im Ostergottesdienst schon drum. Gott schenkt uns Licht, schenkt uns Leben und durch uns hindurch möchte er ein Licht für andere strahlen. Gott erwählt das Volk Israel und durch das Volk Israel hindurch möchte er an andere strahlen. Und genauso wie das gleiche Bild, was Jesus gibt, bleibt an mir verbunden, so wie der Weinstock und die Reben miteinander verbunden sind. Wir sind in Jesus verbunden, wir haben Gemeinschaft mit ihm und gefüllt von ihm können wir in den Alltag gehen, wo wir dann im Alltag nicht mehr nach Identität suchen. Wir müssen auf einmal nicht mehr in der Arbeit, die wir tun, nach Identität suchen. Wir müssen auf einmal nicht mehr besser dastehen als alle anderen, besser aussehen als die anderen. Wir müssen nicht mehr schauen, wie wir alles hinkriegen, weil wir zeigen müssen, dass wir immer alles unter Kontrolle haben, sondern wir dürfen gehen mit dem Bewusstsein, wir sind geliebte Kinder Gottes. Er ist der Schöpfergott, er hält alles in seiner Hand, wir sind seine Kinder, wir sind die Geschöpfe. Wir haben ganz vieles nicht in der Hand, wir kriegen ganz vieles nicht hin, aber wir müssen unsere Identität nicht erarbeiten, sondern die ist uns schon geschenkt. Und deswegen, bevor es darum geht, wie wir unseren Alltag prägen können und wie Gott durch uns den Alltag prägen kann, geht es darum, wie können wir aus dieser Ruhe heraus, aus dem Sabbat heraus, in unseren Alltag hineingehen. Und ich habe heute Morgen Georg Müller schon zitiert, der gesagt hat, das erste und größte Anliegen, um das ich mich jeden Morgen kümmern sollte, ist dafür zu sorgen, dass sich meine Seele am Herrn freut. Und ich möchte euch fragen, jetzt ganz am Anfang, welche Rhythmen, welche Praktiken habt ihr in eurem Alltag, um dafür zu sorgen, dass ihr aus dieser Ruhe heraus in den Alltag geht? Weil wenn wir diese Praktiken und Rhythmen nicht haben, dann wird es so schnell gehen, dass wir einfach in den Alltag stolpern und dann prägen wir überhaupt nicht unser Umfeld mit all dem Guten, was Gott eigentlich für unser Umfeld hat, sondern dann bringen wir all unseren Stress in unser Umfeld hinein. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich weiß nicht, ob das nur das Problem in meinem Leben so ist, aber ich kann euch sagen, wenn, was weiß ich, die Nacht war schlecht, weil die Kids nicht gut geschlafen haben,
morgens früh beim Frühstück war schon Chaos und immer wieder die Milch umgeschüttelt und nochmal umziehen und alles ist später. Und ich denke schon an meinen ersten Termin, den ich um 8 Uhr habe. Und was weiß ich, dann streite ich mich noch kurz mit meiner Frau und dann fahre ich ins Büro und denke, oh Mann, wie wird das alles werden heute, und mache mir Sorgen darüber. Und ich habe den 8 Uhr Termin und ich weiß, der ist um kurz vor 10 fertig und um 10 Uhr ist der nächste. Und ich will schon eigentlich gar nicht denken, was alles ansteht den ganzen Tag. Und ehe ich mich versehe, bin ich mit all dem Stress, all dem Druck, all den Sorgen, gehe ich rein in meinen Alltag. Ich weiß nicht, ob ihr auch so Tage kennt. Und dann gibt es aber Tage, wo ich weiß, ich stehe früh auf. Und stille Zeit wird manchmal in christlichen Kreisen zu so einem Götzen gemacht. Im Sinne von, und wenn du nicht eine Stunde morgens in deiner Bibel gelesen hast, wie soll dann der Herr durch dich wirken? Und da möchte ich entgegengehen. Aber ich glaube, wir brauchen das, dass wir jeden Morgen neu uns besinnen darauf, dass Gott unser Gott, uns Schöpfergott ist und wir seine geliebten Kinder sind. Ein Musiker stimmt sein Instrument auch nicht erst, nachdem er gespielt hat, sondern bevor er spielt. Und für mich zum Beispiel hat es bedeutet, ich habe mein Handy jetzt gar nicht an mir, gutes Beispiel, ich muss mit meinem Handy umgehen, weil ich bin so ein Typ, ich brauche einen Wecker, weil ich morgens früh natürlich aufstehen möchte. Und ich bin nicht bereit, 40 Euro für einen teuren Wecker auszugeben, weil ich finde, 40 Euro ist ein Wucherpreis für einen Wecker. Mittlerweile habe ich dann einen 10-Euro-Wecker gekauft. Der ist aber so billig, da kann man nicht einstellen, dass der Klingelton unterschiedlich laut ist. Das heißt, wenn der klingelt, dann sind alle im Haus wach. Und mittlerweile hat der Jüngste auch den kleinen Wecker verlegt, von daher habe ich keine Ahnung, wo dieser 10-Euro-Wecker ist. Von daher brauche ich ja mein Handy, um morgens wach zu werden, oder? Ich weiß nicht, ob ihr diese Logik kennt, ne? Also wie soll man sonst wach werden, ne? Weil 40 Euro für einen teuren Wecker ist keine Option. Und meine Frau hat zwar die Option gewählt, aber auch um den Wecker hat sich mein Kleiner schon gekümmert. So, von daher, ich brauche mein Handy. Und wenn ich morgens wach werde, durch mein Handy mit einem schönen geistlichen Klingelton, dann kann ich ja auch gleich gucken, wie waren die Fußballergebnisse gestern Abend? Und was ist in der Ukraine passiert letzte Nacht? Und in Israel. Und ehe ich mich versehe, ist mein Kopf in den allerersten Minuten, wo ich in den Tag starte, schon so voll mit all den Themen. Und für mich war klar, ich muss irgendwie das schaffen, dass ich mit meinem Handy anders umgehe. Und ich habe zum Glück einen Accountability-Partner und einen engen Freund, mit dem ich ungefähr alle paar Wochen rede. Und wir beide haben gesagt, hey, das ist echt ein Thema, wie wir mit unserem Smartphone umgehen. Wo wir gemeinsam überlegt haben, was machen wir damit. Und wir haben Downtime entdeckt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Auch auf eurem Handy wird es das geben, wenn ihr ein Smartphone habt. Und da haben wir jetzt eingestellt, also ich für mich, ab 20 Uhr abends bis morgen um 8 ist das Handy nicht mit dem Internet verbunden. Ich kann meinen schönen Klingelton haben, aber ich habe kein Internet. Und für mich ist somit klar, bis ich ins Büro komme, fange ich nicht an, morgens schon all die Nachrichten zu lesen und was weiß ich, um einfach mich ganz am Anfang des Tages auszurichten auf das, Gott ist mein Schöpfergott und ich bin sein Kind. Und manchmal schaffe ich es, eine längere Zeit morgens in der Bibel und im Gebet zu haben, und manchmal schaffe ich es nicht. Aber ich versuche mir jeden Morgen, egal wie der Morgen aussieht, diesen Moment zu nehmen, wo ich mir bewusst mache, Gott ist mein Vater, ich bin sein Kind. Und ich bete in der Regel jeden Morgen und ich sage, Jesus, ich danke dir so, dass ich dein Kind bin. Und ich danke dir, dass heute nichts passieren kann, was daran etwas ändern wird. Meine Identität hängt nicht davon ab, was denken die Leute heute von mir, verstehen die mich, finden die mich gut, wie reden die danach über mich. Ich muss mir nicht die Sorgen machen, dass ich alles perfekt hinkriegen werde. Ich werde Fehler machen, Sachen werden anders laufen, als ich es gedacht habe. Aber du bleibst trotzdem mein Vater, du bleibst trotzdem der Schöpfer Gott und du bist gut. Und vielleicht ist das Handy kein Thema für dich, aber wir alle haben diese Herausforderungen. Wie können wir ganz konkret im Alltag, bei allem, was dazugehört, diese Rhythmen schaffen, damit in den Alltag zu starten? Und ich möchte dich herausfordern, nicht zu meinen, weil dein Alltag anders aussieht als unser aller Alltag, dass das für dich nicht klappt. So, ja, Doron, wenn du wüsstest, was ich, womit ich alles mich rumschlagen muss. Das, glaube ich, stimmt nicht. Ich glaube, das ist eine Ausrede.
Und ich ermutige dich zu überlegen, welche Rhythmen und Praktiken hast du, um sicherzustellen, dass jeden Morgen, wenn du in deinen Alltag startest, du in diesem Bewusstsein gehst, deine Identität, die ist dir schon gegeben. Gott, der Schöpfer Gott, ist in dir und mit dir und geht mit dir durch den Tag. Und deswegen, ich habe gesagt, ich werde euch jetzt nicht nur eine gute Stunde bespaßen, ich glaube, ihr klickt einfach, weil irgendwie klappt es nicht. Nächste Slide bitte. Das Erste und Wichtigste, um das ich mich jeden Morgen kümmern sollte, ist, dass meine Seele glücklich im Herrn ist. Welche Rhythmen und Praktiken hast du im Alltag, die dir helfen, aus der Intimität mit Gott zu leben? Was sind die größten Hinderungsgründe dafür, täglich frische Erlebnisse mit Gott zu machen? Wie kannst du sie überwinden? Und hier kommt immer die schwierigste Frage von allen. Und was ist eine konkrete Sache, die du dir für die kommenden Wochen vornimmst? Ich möchte dich ermutigen, wenn du mit nur einer Sache aus diesem Seminar herausgehst, dann bin ich dem Herrn unendlich dankbar. Weil es geht nicht darum, alle Punkte zu behalten und was hat er alles gesagt? Es geht darum, dass sich in unserem Alltag ganz praktisch etwas verändert. Weil wenn sich in unserem Alltag, in unseren Handlungen und Abläufen nichts verändert, dann wird alles immer gleich bleiben, egal wie viele Seminare und Vorträge wir uns anhören. Okay? Von daher möchte ich euch ermutigen, jedes Mal an diesem Punkt zu überlegen, was ist eine konkrete Sache? Und es kann sein, ich stelle ab jetzt Downtime ein oder ich stelle meinen Wecker 10 Minuten früher oder das bedeutet, ich plane meine Meetings ab jetzt frühestens ab 8.15 Uhr oder was auch immer, aber irgendwas Konkretes, wo du in ein paar Wochen sagen kannst, habe ich das jetzt gemacht oder nicht? Also nicht irgendwie so dieses, ja, ich möchte mir bewusster sein, dass Gott mich liebt. Das ist sehr schwammig. Irgendwas Praktisches in deinem Alltag. So, ich gebe uns jetzt 5 Minuten Zeit, darüber nachzudenken und dann noch 2-3 Minuten, um kurz mit eurem Nachbarn einfach zu sagen, was ist die eine konkrete Sache, die ihr euch für die kommende Woche vorgenommen habt, um auch von den anderen mal zu hören, ah, okay, der geht es so an, ich mache das so. Okay? 5 Minuten, überlegt euch, holt euch gern was zu schreiben raus, euer Handy, nicht um zu gucken, wie Bundesliga-Ergebnisse laufen, sondern um euch aufzuschreiben, genau, welche Rhythmen und Praktiken im Alltag, welche Herausforderungen und was ihr euch vornimmt. Okay, 5 Minuten. Es ist wahrscheinlich, also wir hören unglaublich viele schöne Dinge und schöne Klänge auch auf dieser Osterkonferenz, aber dieses Murmeln ist wahrscheinlich eins meiner Lieblingsgeräusche, weil da wird es echt, also ich möchte uns wirklich Mut machen, lasst uns unser Christsein wieder echt werden lassen. Und die Hauptkämpfe, die finden im Alltag statt. Die finden nicht an so Wochenenden wie hier statt. Und deswegen müssen wir lernen, diese Punkte im Alltag anzugehen. Und ich ermutige euch, wenn du dir jetzt was vorgenommen hast, behalte es nicht nur in deinem Kopf, sondern rede da mit jemandem drüber, mit dem du enger in Verbindung bist und sagst, hey, weißt du was, ich möchte in dem Bereich was anders machen. Kannst du mich in ein paar Wochen fragen, wie es gelaufen ist? Einfach, weil ich möchte da dranbleiben. Es hilft uns, wenn wir uns als Teil einer Gemeinschaft sehen. Wir alle haben Schwächen und Herausforderungen. Und das ist doch die Realität. Wenn wir nicht ganz konkret da Schritte gehen, dann wird unser Leben gelebt werden, anstatt dass wir unser Leben proaktiv leben. Und deswegen ermutige ich euch da, dran festzubleiben. Okay, das Erste, und wir können hier noch so viel mehr einsteigen. Wir leben aus der Ruhe heraus, aus dem Sabbat heraus, aus der Beziehung und Gemeinschaft mit unserem Schöpfer Gott. Und dann haben wir aber einen Auftrag in dieser Welt. Wir leben jetzt nicht auf der Suche nach einer Identität, die haben wir schon bekommen, aber aus unserer Identität heraus leben wir jetzt in dem Auftrag, den Gott uns gegeben hat. Unser Schöpfer Gott hat uns mit einem Ziel, mit einem Zweck in diese Welt hineingestellt. So, und da sehen wir in 1. Mose 2, Vers 15. Und es, genau. Und Gott, der Herr, brachte den Menschen in den Garten Eden, um ihn zu bebauen und zu bewahren. Und ein anderes Wort für dieses Bebauen und Bewahren ist, um ihn zu kultivieren. Und von dem Wort kultivieren haben wir unseren Begriff Kultur. Und Kultur bedeutet jetzt sozusagen, Mechanismen zu schaffen, damit etwas gedeihen kann, damit etwas wachsen kann. Also Adam und Eva, der Mensch wurde gestellt in einen Garten. Das ist auch interessant, der Auftrag war später mal, dass die ganze Erde bevölkert wird. Aber das überfordert uns erstmal. Deswegen stellt Gott uns in einen Garten. Und der Auftrag war, diesen Garten zu kultivieren.
aus diesem Garten etwas zu machen, wo anderes wächst, wo etwas Gutes rauskommt und wo das, was Gott in uns hineingelegt hat, sichtbar wird in diesem Feld, in diesem Beet sozusagen, in das Gott uns hineingestellt hat. Und dann spulen wir vorwärts und Jesus gibt uns auch einen Auftrag und in dem Sinne wiederholt er eigentlich nur das und sagt, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt, so soll euer Licht vor den Menschen leuchten, sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Also wir sollen ganz praktisch Dinge ausleben in unserem Alltag und es ist interessant, die Werke sollen so gut sein, dass die Leute nicht uns preisen, sondern unseren Vater im Himmel preisen. Dass die Leute die Dinge sehen, die wir machen und realisieren, hey, das ist jetzt nicht Ron, das ist nicht jetzt nicht Maike und was weiß ich wie, sondern da steckt was Größeres dahinter. Und dann geht Jesus ja durch jeden Lebensbereich und er macht es ganz praktisch. Und er sagt, nicht nur sollt ihr euch nicht gegenseitig die Köpfe einschlagen, ihr sollt nicht mal schlecht über den anderen denken. Und nicht in Verbitterung miteinander leben, sondern ihr sollt euch großzügig vergeben. Und wenn ihr Feiern schmeißt, schmeißt Feiern, aber ladet nicht nur Leute ein, die euch auch wieder zurück einladen, sondern ladet auch Leute ein, die euch nie einladen könnten. Und wenn ihr eure Jahresplanung macht, wie ihr mit eurem Gehalt umgeht, dann denkt nicht nur an den großen Urlaub und all die Sachen, wie ihr das Geld für euch einsetzen könnt, sondern denkt auch an die sonst niemand kennt, an die sonst niemand denkt. Kümmert euch um die Armen, kümmert euch um die, die sonst vergessen werden. Ihr Christen, ihr sollt es ausleben. Warum? Weil das ist die DNA vom Königreich Gottes. In diesem Reich Gottes, da ist an alle gedacht. Da gibt es nicht, der Ellbogen wird ausgefahren und Hauptsache ich stehe besser da als die anderen. In dem Reich Gottes, da dient man sich gegenseitig. Und die Größten werden die Diener sein. Das ist das, was Jesus gelehrt hat. Ganz einfach. Da müssen wir nicht irgendwie einen Doktor der Theologie haben. Die, die den hatten, haben es in der Regel nicht verstanden, weil es ganz einfach war. Und so sollen wir leben. Und ein historisches Beispiel habe ich euch mitgebracht. Das war einer der letzten heidnischen Cäsaren im Römischen Reich. Und der wollte die Leute in Rom wieder zum Heidentum überreden sozusagen und überzeugen. Und er hat aber ein Problem gehabt, dass die Christen in der Zwischenzeit so attraktiv gelebt haben, dass die Leute nicht zum Heidentum zurückkehren wollten. Und das hat er geschrieben, also Kaiser Julian im Brief an Arsatius schreibt er, Moment, habe ich es hier? Ich glaube, da kommt es auch. Warum beachten wir nicht, wie die Freundlichkeit der Christen gegenüber Fremden, ihre Sorge um das Begräbnis ihrer Toten und die Schlichtheit ihres Lebensstils so viel dazu beigetragen hat, ihre Sache zu verbreiten? Es ist beschämend, dass es unter den Juden keine Bettler gibt und die Christen, abgesehen von ihren eigenen Armen, auch unsere Armen unterstützen. Ist das nicht wunderbar, dass die Christen diejenigen waren, die sich um die gekümmert hat, um die sich sonst niemand gekümmert hat? Es gab in den ersten Jahrhunderten nach Christus gab es einige Male, wo es eine große Pestseuche gab und viele Christen sind dran gestorben, weil sie diejenigen waren, die sich um die Kranken gekümmert haben und nicht die Berührungsängste hatten. Und auch die ersten Christen waren nicht perfekt und haben ihre Kämpfe gehabt. Lasst uns das nicht idealisieren. Aber wenn wir uns die Geschichte anschauen, dann sehen wir, dass die Christen aus dieser Motivation heraus Schulen gebaut haben, Krankenhäuser gebaut haben, sich um die Armen gekümmert haben und ganz praktisch das ausgelebt haben. Wenn wir uns die Kirchengeschichte anschauen, dann hat das meiste für die Verbreitung des Christentums ist nicht durch Vollzeitmissionare und Pastoren gekommen, sondern durch ganz normale Christen, die in der Gesellschaft Jesus ausgelebt haben. Wir verherrlichen in Deutschland immer noch den vollzeitlichen Dienst so. Und dann schaut man auf Leute wie mich, die hier auf den Bühnen sind und die tolle Vorträge halten und was weiß ich. Und was dazu führt, ist, dass die meisten in den Gemeinden sich sozusagen als, ja, wenn ich nicht so eine Berufung zu so einem vollzeitlichen Dienst bekomme, dann bin ich sozusagen mehr oder weniger Christ zweiter Reihe, ich darf geben, ich darf beten und denen den Rücken frei halten, die da vorne stehen und die das Programm machen. Hey, die meisten Leute kommen nicht zum Glauben durch ein Programm, durch eine Veranstaltung,
Weil die Leute, die Jesus nicht kennen, die sind ja eigentlich nicht hier. Aber die sind neben euch am Arbeitsplatz. Die wohnen neben euch. Die sind in eurer Stadt. Manche kennt ihr davon schon und an anderen seid ihr bislang vielleicht immer vorbeigelaufen, weil alle anderen an denen auch vorbeilaufen. Aber ich möchte euch ermutigen, diesen Blick zu haben. Gott hat mich ganz gezielt in ein Umfeld gelegt, gestellt und das wie so ein Beet zu sehen. Ja, und in so einem Beet, da gibt es verschiedene Aufgaben. Manchmal muss man erstmal was Schlechtes wegnehmen. Also wir mieten ein Rhein-Mittelhaus in Moosbach und wir haben da so ein ganz kleines Stück Garten mit dabei gehabt. Und da haben wir vor 2 Jahren, als wir da eingezogen sind, haben wir so einen kleinen, sozusagen so ein Hochbeet angelegt mit der Erde, die schon dort war. Und diese Erde, die ist so voller Lehm und so voller Steinen gewesen, da ist nichts drauf gewachsen. Wirklich, also das war sehr trostlos letztes Jahr. Und das Erste, was ich in diesem Sommer machen musste, war erstmal all diese schlechte Erde abtragen. Weg damit, die brauchen wir nicht. Und so hast du Beziehungen in deinem Alltag, wo klar ist, du musst erstmal Stolpersteine beseitigen. Da ist so viel Verbitterung gegenüber der Kirche da, da ist so viel Verbitterung gegenüber Christen da, da sind so viele schlechte Erfahrungen vielleicht mit der evangelischen Kirche oder der katholischen Kirche oder was weiß ich. Da sind so viele Hindernisse für eine Person, um überhaupt erstmal offen fürs Evangelium zu sein. Und euer Job ist erstmal, diese Steine wegzutragen. Erstmal zu dienen, erstmal zuzuhören. Und nicht als die Person zu kommen, die auf alle möglichen Fragen Antworten hat, sondern als Person, die das Wohl des anderen höher achtet als das eigene Wohl. Und einfach da ist und dient und ernst nimmt. Ja, und dann habt ihr vielleicht, kommt neue Erde rein und vielleicht gibt es eine Möglichkeit, wo ihr dienen könnt oder wo ihr einen Anlass wie Ostern nehmen könnt, um einfach, was wir jetzt gemacht haben, wir haben Hefezöpfe gebacken, haben Karten geschrieben und die unseren Nachbarn vorbeigebracht. Und auf der Karte geschrieben, als Christen glauben wir, dass Jesus für uns, dass Gottes Liebe dadurch sichtbar wurde, dass Jesus auf die Erde gekommen ist, für uns gestorben ist und wieder auferstanden ist. Und dieses Bewusstsein, dass Gott euch liebt, das wünschen wir euch als unseren Nachbarn ganz doll an diesem Ostern. Vielleicht ist es irgendwas anderes. Und es muss nichts Großes sein, aber wo ihr neue Erde reinbringen könnt. Und dann braucht es Wasser und Sonne, damit Pflanzen darauf wachsen können. Und dann wird es ganz viel einfach Gebet brauchen. Weil klar ist, wir können niemanden retten. Wenn du in dein Umfeld gehst und denkst, du wirst dir jetzt Chaka, ne, sie alle für Jesus gewinnen, weil du so toll bist, das klappt so nicht. Wir sind nicht die Retter dieser Welt. Und wir müssen jetzt nicht in unseren Alltag gehen, in unserem Umfeld mit diesem Denken und Jesus erwartet von uns, dass wir die Retter sind. Nein, es ist schon bezahlt, es ist schon gemacht. Er hat diese Welt schon errettet. Und unser Job ist es einfach, Wegweiser zu sein, Lichtstrahl zu sein, daraufhin. Und deswegen möchte ich jetzt wieder einen Moment Reflexion haben. Ihr habt es vielleicht schon geahnt. Der Prozess des Kultivierens sieht anders aus, aber wir alle sind dazu geschaffen, unser Umfeld mit der DNA Gottes zu bepflanzen. Überlege dir, welches Beet in meinem Leben möchte Gott durch mich bepflanzen? Das kann ein Nachbar sein, ein Arbeitsteam, ein Sportverein, ein Freizeitclub. Ganz konkret in eurem Alltag, was ist so ein Beet, wo Gott mich hineingestellt hat, um das zu bepflanzen? Schreib dir auf, mit welchen Aktivitäten im Alltag kannst du dieses Beet beackern? Und jetzt einfach erstmal, was fällt dir ein? Was könntest du da jetzt machen? Und vielleicht merkst du dann in 20 Minuten, nee, Moment mal, also diese zwei Sachen sind ja völlig bekloppt, das werde ich nie machen. Aber erstmal aufschreiben und dann wieder. Und was ist eine von all den Sachen, die du dir vornimmst für die kommenden Wochen? Okay? 5 Minuten und dann könnt ihr euch kurz miteinander wieder austauschen. Ich hoffe, dass das so ein Appetizer, so ein Gesprächsstarter ist und dass ihr genau da weitermacht. Genau, wie gesagt, da wird es ernst, da wird es echt. Ja? Und das finde ich super. Ich will jetzt in diesem dritten Teil und letzten Teil, möchte ich ein bisschen auf das eingehen, was uns vielleicht abhält davon im Alltag manchmal, bewusst als Christen zu leben und auch auf Jesus hinzuweisen.
und was vielleicht ein paar Hilfen sein können und Tipps sein können, wie wir da irgendwie drin wachsen können. Das erste ist vielleicht dieser Gedanke oder diese Frage, was habe ich schon zu geben? Ich weiß nicht, ob ihr diese Frage kennt. Mann, wie soll ich denn meine Nachbarn oder meine Arbeitskollegen prägen, weil es sieht doch in meinem Leben genauso aus wie bei denen auch. Oder ich mache mir genauso Sorgen über, wie wird alles werden, wie die auch. Oder ich kämpfe genauso mit meinen Teenagern, wie die auch. Ja, und ich glaube, es ist so wichtig, auch da, dass wir uns wieder bewusst machen, Moment mal, wir wollen nicht Leute davon überzeugen, dass wir die Retter sind, sondern wir wollen Leute auf den aufmerksam machen, der uns hilft, mit all dem umzugehen, was in unserem Leben so abgeht. Ängste, Sorgen, Teenies, all das gehört zum Leben dazu. Aber wir haben jetzt einen, der sagt, und ich bin gekommen und ich bin euch vorwärts gegangen. Vertraut auf mich, folgt mir nach. Und deswegen auch da wieder, ist so wichtig, dass wir das, was wir ganz am Anfang uns angeschaut haben, dass wir Mechanismen, Praktiken, Rhythmen in unserem Alltag haben, um uns jeden Morgen neu das bewusst zu machen. Ich bin nicht der Retter. Ich darf Leute einfach nur mit hineinnehmen in das, was Jesus in meinem Leben macht. Und natürlich ist die Frage, hey, wenn wir nichts mit Jesus erleben, ja, wovon wollen wir die Leute dann begeistern? Wenn das Einzige, was du sagen kannst, ist, ja, vor 35 Jahren, da habe ich mal irgendwie was mit diesem Jesus erlebt, dann ist das wenig überzeugend. Ja? Und ganz viele leider können sehr leidenschaftlich darüber reden, warum, was weiß ich, Bayern München der beste Fußballverein ist oder keine Ahnung, in meinem Fall Liverpool, die heute gegen Brighton spielen, ich weiß gar nicht wann, und da können wir stundenlang drüber reden und voller Leidenschaft Leuten sagen, warum das der beste Fußballverein ist. Aber über Jesus, da fällt uns nicht viel ein. Dann müssen wir fragen, welche Rolle spielt dieser Jesus eigentlich in meinem Leben? Ist er dann wirklich der Sinn und das Ziel und das Fundament meines Lebens? Oder ist das frommes Gerede, was wir uns so angewöhnt haben, das gehört irgendwie dazu, aber die Realität sieht dann doch anders aus. Also lasst uns da immer wieder auch hinterfragen. Und wenn du merkst, ganz ehrlich, ohne jegliche Verurteilung, weil wir alle waren schon an diesem Punkt, aber wenn du merkst, hey, ich brauche echt frische Erlebnisse mit Jesus, dann triff diese Entscheidung und nimm dir die Zeit auch dann wieder in deinem Alltag, wenn du nach Hause kommst und lass diesen Punkt, lass auch diese vielleicht Unzufriedenheit nicht wieder verstreichen und sagen, ja, ist nun mal so oder ja, lass die Jungen leidenschaftlich über Jesus sein, wenn man erstmal älter wird, dann, ne? Sondern sei an diesem Punkt und sag, Jesus, ich wünsche mir eine frische Begegnung mit dir. Jesus möchte sich finden lassen. Das zweite Hindernis oder die Herausforderung ist so dieses Spannungsfeld zwischen Authentizität und Intentionalität. Also es gibt in der Regel so diesen einen Pol, Leute, die sagen, hey, ich will einfach authentisch sein. Ich will doch meine Freunde und meine Arbeitskollegen nicht als Missionsobjekte sehen. Das ist doch unnatürlich. Das sind Leute, die gerne Franz von Assisi zitieren, der sozusagen sagt, predige das Evangelium, wenn nötig, mit Worten. Ja, ich will einfach authentisch ich sein und hoffentlich werden die Leute Jesus kennenlernen. Und vielleicht kennt ihr die Geschichte so, wo man sagt, Mensch, der Nachbar, der, ne, der ist nie laut, der ist nie betrunken, trinkt keinen Alkohol, der achtet auf die Beziehung und was weiß ich, das muss ein Mormone sein. Oder das muss ein Veganer sein. Ja, das ist so das eine, der eine Pol, der sagt, Hauptsache authentisch, und der andere sagt so, hey, Jesus allein rettet. Ne, wir müssen jederzeit hier Leuten das Evangelium an den Kopf schmeißen, ob sie es hören wollen oder nicht. Hauptsache, sie werden gerettet. Und das ist manchmal so ein Spannungsfeld, ja, wo man denkt, so entweder das eine oder das andere. Und das glaube ich einfach nicht. Also in 1. Petrus, da spricht Petrus davon, dass wir als Christen Jesus, dem Beispiel von Jesus folgen, dass wir leiden werden wahrscheinlich in dieser Welt, aber dass wir uns keine Sorgen machen müssen, wir sollen Jesus nachfolgen und wir sollen zu jeder Zeit bereit sein, die Gründe für unsere Hoffnung zu erläutern und Leuten zu erklären,
warum wir mit Hoffnung durch unser Leben gehen. Und das, was Petrus hier im Hinterkopf hat, was übrigens auch ein Franz von Assisi, der sehr krass gelebt hat, sozusagen im Kopf hatte, war, wenn wir so attraktiv leben, dann werden wir automatisch gefragt, hey, sag mal, wie kommt denn das, dass ihr Obdachlose bei euch einladet? Wie kommt denn das, dass Flüchtlinge bei euch zu Hause wohnen dürfen? Wie kommt denn das, dass ihr, obwohl ihr so einen tollen Job habt, gar nicht hier in Megasaus und Braus lebt? Ja, wenn wir authentisch leben, auf eine Art und Weise, wie wir sichtbar die Werte vom Königreich Gottes in unserem Alltag praktisch werden lassen, dann werden in der Regel die Fragen kommen. Von daher auch die Frage an dich, wann bist du das letzte Mal über so etwas gefragt worden? Und wenn das auch schon 17 Jahre her ist, dann kannst du auch da überlegen, hey, wie kann ich denn ganz praktisch das Evangelium ausleben? Ich glaube nicht, dass sich diese beiden Pole sozusagen ausschließen, dass wir entweder authentisch oder intentional, also bewusst leben können, sondern dass wir das beides tun können. Ein drittes Spannungsfeld ist auch wieder so ein Spannungsfeld zwischen politischer Korrektheit, bloß niemandem zu nahe treten, bloß niemandem auf den Schlips treten. Wir wollen nicht, dass irgendjemand offended ist. Wir leben in einer Kultur und in einer Zeit, wo jemanden zu verletzen und sozusagen ist das Schlimmste, was man tun kann. Und in einer Kultur, wo die Opfermentalität sehr befürwortet wird und wo sozusagen die Opferposition das Höchste ist, was man in der Gesellschaft erreichen kann. Also dieses Gefühl von politischer Korrektheit. Und auf der anderen Seite, sage ich mal, so ein gewisses weltfremdes Christentum, so im Sinne von, hey, die Welt geht in den Keller, alles ist schlimm, die Welt da draußen ist ganz schlimm und Hauptsache wir können sozusagen unsere christliche heile Welt sozusagen behalten und wenn wir dann mal auf jemanden treffen, der so schlimm ist, dann knallen wir dem die vier geistlichen Wahrheiten an den Kopf und haben mal wieder das Evangelium weitergegeben, aber leben völlig weltfremd. Und auch das ist etwas, wo ich denke, in der politischen, wenn du in diesem Denken drin bist, so dieses Hauptsache niemandem zu nahe treten, da möchte ich dich herausfordern, um dein Herz zu prüfen, ob am Ende du Menschen mehr fürchtest als Gott. Weil dieses, ich will bloß niemandem zu nahe treten, ist eigentlich ganz oft ein Vorwand, weil wir einfach uns nicht trauen. Weil wir niemanden herausfordern möchten. Es ist in einem Gespräch immer angenehmer, dem anderen zuzustimmen, als zu sagen, weißt du was, das sehe ich eigentlich ein bisschen anders. Darf ich dir erzählen, wie ich das sehe? Das ist erstmal unangenehm. Und trotzdem, wenn wir überzeugt sind, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, dass Jesus der Einzige ist, der uns den Weg zum Vater bereitet, dann ist die Frage, können wir uns das leisten, bloß niemandem nahe treten zu wollen? Oder dürfen wir dann nicht auch mutig sein und sagen, weißt du was, ich möchte dir mal von Jesus erzählen. Wisst ihr, auch Paulus hat die Epheser darum gebeten, für ihn zu beten, dass er den Mut hat, das Evangelium zu verkündigen. Und wenn Paulus Gebet für Mut brauchte, dann brauchst du den wahrscheinlich auch. Und ich auch. Okay? Also lasst uns nicht in diesem Denken bloß niemandem zu nahe treten, drin bleiben. Auch nicht, wenn die Kultur um uns herum sagt, man darf gar nichts mehr sagen und niemanden, ja? Und das Wunderbare ist ja, wir haben eine wunderbare Botschaft. Also wir treten jetzt niemandem sozusagen auf den Schlips, indem wir sagen, nee, aber du musst vegan leben. Und es ist nichts falsch daran, vegan zu leben. Ich will ja hier niemanden offenden. Sondern wir haben die Botschaft, hey, weißt du was, ich glaube daran, du kannst dich dein Leben lang darum bemühen, alles richtig zu machen, du wirst es am Ende doch nicht schaffen. Oder was weiß ich, wir für Sorgen haben über, wie sich die Inflation in unserem Land entwickelt oder der Krieg in der Ukraine oder was weiß ich. Ich habe meine Hoffnung in jemand anderem gefunden. Ja, da mutig zu sein. Und das andere, so die Christen, die sich abschotten, Hauptsache heile Welt in der Kirche und wenn dann mal die Bösen kommen von draußen,
dann zeigen wir denen, wie man so richtig lebt. Da ist so viel Religiosität drin. Und was ich spannend finde, ist, dass gerade Jesus jemand war, der mit dieser Religiosität am meisten sozusagen auf Konfrontationskurs gegangen ist. Jesus hatte keine Berührungsängste mit Leuten. Und ich möchte uns herausfordern. Hey, wenn Leute ganz viel fluchen, wenn Leute zu viel Alkohol trinken, wenn Leute in irgendwelchen okkulten Dingen drin sind, wenn Leute eine ganz andere Partei wählen, Gott bewahre, dann lasst uns nicht Berührungsängste haben und sagen, boah, mit denen will ich nichts zu tun haben. Wenn wir als Kinder Gottes mit denen nichts zu tun haben wollen, wie sollen sie diese Botschaft des Evangeliums hören? Wenn wir uns abschotten und uns etwas vormachen, das bei uns heile Welt ist, wie sollen dann die Menschen, die es oft am allermeisten brauchen, diese Einladung von Jesus hören? Also lasst uns nicht abschotten, sondern lasst uns lernen, gerade dort auch mit Menschen Beziehungen zu bauen, Beziehungen bauen, ja, nicht einfach nur pseudohaft mal vorbeigehen, sondern Beziehungen bauen, auch wenn die aus einem ganz anderen Hintergrund kommen wie wir. Das geht nur, wenn man ja, sein Kreuz auf sich nimmt, wenn man sich selber demütigt, wenn man das Wohl des anderen höher achtet als sich selbst. Das können wir aus eigener Kraft heraus nicht. Dafür brauchen wir den Heiligen Geist. Aber das Gute ist ja, wir haben ja den Heiligen Geist in uns drin. Ja? So, das sind Spannungsfelder, Hinderungsgründe und sicherlich gibt es noch viele andere. Und vielleicht lebt ihr in einem Dorf, wo jeder jeden kennt und ihr denkt, was ist mit meinem Ruf und keine Ahnung was. Und vielleicht gibt es noch viele schlechte Erfahrungen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben. Und dann ist mir eine Frage gestellt worden und dann konnte ich gar nicht darauf antworten, weil ich gar nicht genau wusste, Mann, wie ist denn eigentlich die Bibel zusammengestellt worden? Und was weiß ich? Ja, was auch immer für Hinderungsgründe sind, lass die nicht stehen, bleibt da nicht stehen, sondern habt wieder Mut im Bewusstsein. Gott hat euch in dieses Beet hineingesetzt, damit ihr das kultiviert und seine Schönheit darin sichtbar wird. Und ich habe noch ein paar konkrete Punkte zum Schluss mitgebracht, so als kleine Hilfen. Ich glaube, wir haben ein Slide dazu, vielleicht auch nicht. Das erste ist Gebet. Wir müssen wieder beten, ganz gezielt für die Leute um uns herum. Ich liebe die Frage, wenn Gott all deine Gebete im letzten Jahr erhört hätte, sähe deine Welt anders aus oder sähe die Welt anders aus? Also sähe die Welt anders aus oder sähe nur deine kleine Welt anders aus? Unsere Gebete zeigen immer auch, was unser höchstes Anliegen ist. Und wenn du merkst, dass deine Hauptgebetsanliegen sind, dass dein Kind einen Job bekommt, dass, was weiß ich, die Regierung endlich mal klarkommt oder dass du gesund bleibst, das, was weiß ich, dann dreht sich alles um dich und deine kleine Welt. Und ich glaube, wir müssen wieder an einen Punkt kommen, wo wir echt beten dafür, dass Gott in unserer Nachbarschaft wirkt, dass Gott geistliche Aufbrüche in unserem Land schenkt. Wisst ihr, wir haben mehr als 2 Millionen Türken in unserem Land. Und unter den Türken, unter den anatolischen Türken, also denen, die aus der Türkei kommen, gab es in der ganzen Geschichte noch nie wirklich eine nennenswerte Bewegung zu Jesus hin. Hier und da mal Vereinzelte, die zum Glauben gekommen sind. Aber das, was wir zum Teil unter den Iranern zum Beispiel sehen, wo wirklich eine Massenbewegung zu Jesus hin passiert, gab es noch nie in der Geschichte unter den Türken. Lasst uns beten für geistliche Aufbrüche unter den Türken in unserem Land. Wie würde unser Land aussehen, wenn unter den 2 Millionen Türken eine richtige Bewegung zu Jesus hinkommen würde? Lasst uns beten dafür. Lasst uns beten für unsere Nachbarn, für unsere Firmen, für da, wo wir drin sind, dass Gottes Reich kommt. Dass er was macht in unserem Land. Lasst uns ganz gezielt dafür beten. Und wenn wir für etwas beten, dann passiert was anderes Spannendes. Wir werden auf einmal bewusst auch, wie Gott uns in dem Ganzen gebrauchen möchte. Ich war, als ich mit OM auf der Logos Hope war, war ich einmal in Südamerika für eine Woche in so einem Dschungeldorf. Wir mussten da ein paar Stunden mit einem Boot hinfahren. Es gab keine Straße dahin. Es war wirklich abgeschottet. Und dort gab es auch keine Duschen. Das heißt, wir mussten im Fluss uns duschen und waschen. Und es war so am 3., 4. Tag, nachdem wir uns schon mehrfach in diesem Fluss gebadet haben,
da sagte uns der Pastor, ach ja, und in diesem Fluss, da gibt es auch Alligatoren und Piranhas, aber nicht in diesem Teil, wo wir sind, sondern ein bisschen weiter flussabwärts. Aber ich kann euch sagen, als ich das nächste Mal mich baden musste in diesem Fluss, da bin ich mit anderen Augen ins Wasser gestiegen. Es hatte sich ja nichts verändert, außer dass auf einmal eine Option in meinem Kopf da war, die vorher nicht da war. Hier könnte sich gleich was bewegen, ja? Und das passiert, wenn wir ganz gezielt dafür beten, Jesus, und wenn ich heute auf die Arbeit gehe, dann bete ich, dass du mich gebrauchst, um ein Segen zu sein. Ich will ein Licht für dich sein heute. Schenk mir die Gnade dafür. Zeig mir, wen du vorbereitet hast von meinen Kollegen. Und hilf mir, die richtigen Worte zu finden. Und wenn ich auf das Familienfest gehe, Jesus, und du weißt, wie anstrengend Oma Erna ist, und du weißt, wie schwierig alles ist, aber lass mich ein Segen sein für meine Familie. Und wenn wir mit diesem Gebet da hineingehen, dann sind wir auf einmal offener, um zu sehen, was Gott auch vorbereitet hat für uns. Also das Erste, ganz gezielt beten. Das Zweite ist, wieder sprachfähig zu werden. Ich glaube, das ist etwas, wo wir müssen wieder ganz neu lernen, über unseren Glauben zu reden. Über Jesus zu reden. Und nicht nur abgedroschen in irgendwie kananäisch, eine Sprache, die kaum ein anderer hier sozusagen in deinem Umfeld versteht. Und ja, und hast du schon das Lamm Gottes, das sein Blut gegeben hat für dich, um dich reinzuwaschen, hast du das schon erkannt? Das ist so, also als ob man einem Außerirdischen begegnen würde. Aber wieder sprachfähig zu werden und zu sagen, hey, welche Antworten gibt das Evangelium denn auf die wirklichen Fragen, die die Leute bewegt? Was sagt denn das Evangelium zum Klimawandel? Was sagt denn das Evangelium zur Sorge vor dem Pflegefall? Was sagt denn das Evangelium zu den Ängsten, dass die Finanzmittel knapper werden und dass der Wohlstand runtergeht in unserem Land? Was sagt das Evangelium denn dazu? Und was auch immer sonst noch eure Nachbarn und Freunde und Kollegen beschäftigt, wie möchte Jesus denn da hineinsprechen? Und manchmal muss man das üben, also manchmal muss man sich erst mal die Frage stellen, ja, ganz ehrlich, was hat denn Jesus jetzt mit dem Klimawandel zu tun? Oder mit der AfD oder was weiß ich? Und dann auch zu überlegen, wie kann ich denn das jetzt eigentlich jemandem erklären? Und ich liebe das C.S. Lewis, englischer Schriftsteller, hat Narnia geschrieben und viele andere tolle Bücher. Der hat mal gesagt, eine theologische Wahrheit, die du einem Kind nicht erklären kannst, hast du nicht verstanden. Und das glaube ich auch. Und ein Evangelium, was du deinem Nachbarn, der mit Jesus nichts zu tun hat, nicht erklären kannst, hast du noch nicht vollständig verstanden. Mach dich da wieder auf diesen Prozess, auf diesen Weg, sprachfähig zu werden. Und da gibt's Hilfen im Internet, da gibt's vielleicht hoffentlich Beispiele in deinem Umfeld. Mach dich auf den Weg, wieder Sprache zu finden in deinem Kontext fürs Evangelium. Das Dritte ist, frag einfach. Weil um zu wissen, was die Leute in deinem Umfeld bewegt, musst du sie ja erstmal fragen. Jesus hat über 200, manche sagen sogar über 300 Fragen gestellt in den Evangelien. Und Jesus hat, glaube ich, auf nur 3 oder 4 Fragen direkt geantwortet. Jesus hat es geliebt, aus dem Gegenüber etwas herauszuziehen. Wie viele Fragen stellst du den Leuten? Und was für Fragen stellst du ihnen? Eine gute Frage zum Beispiel ist, und was hält dich nachts wach? Die ist ein Stück weit, lässt die ganz viel offen und der Gegenüber darf entscheiden, wie tief er jetzt einsteigt. Aber sie gibt auch den Raum, dass der Gegenüber sagt, oh, weißt du was, wir haben einen Todesfall in der Familie gehabt, den haben wir nicht kommen sehen, das hält mich nachts wach. Oder oh, ich habe gerade so viel auf Arbeit, ist so viel los oder was weiß ich. Und das ist eine Möglichkeit anzuknüpfen und einzusteigen. Nicht mit, ah, ich habe jetzt die Lösung für dich, sondern echt, und wie geht's dir damit? Was machst du damit? Ja, und da erstmal Beziehungen bauen, Fragen stellen. Ja, wegkommen von dem, ich muss einmal schnell irgendwas sagen und dann ich den Job wieder gemacht, Evangelium geteilt, wunderbar, richtig guter Christ. Fragen stellen, Beziehungen bauen, zuhören, Leute kennenlernen, sehen, wo sie stehen.
Und dann natürlich ne, den Geist Gottes bitten, im richtigen Moment auch die richtigen Impulse zu setzen. Be intentional, also sei bewusst, zielbewusst, nimm dir Sachen vor. Wenn du das nicht dir auch zu wirklich einem Herzensanliegen machst und sagst, ich wünsche mir echt, dass die Leute in meinem Umfeld Jesus kennenlernen, dann wird es nicht passieren. Auch da lehrt uns die Geschichte, dass wenn man nicht aufpasst, man nicht sein Umfeld prägt, sondern das Umfeld einen selber prägt. Und wenn wir nicht ganz gezielt es auch zu einem Anliegen machen und sagen, ich möchte, dass durch mich Jesus in diesem Umfeld bekannt gemacht wird, dann wird es einfach nicht passieren. Von daher nimm dir Dinge vor. Überleg dir gezielt Anlässe, die du machen kannst. Ostern und Weihnachten zum Beispiel. Ein Dienst, den wir bei OM noch haben, der nennt sich Friends for Dinner, ist, dass wir an Weihnachten und an Ostern zusammen mit der SMD internationale Studenten an Gemeinden und Familien in Deutschland vermitteln, damit die an Ostern und an Weihnachten mal in ein deutsches Wohnzimmer kommen. Also die kommen in der Regel aus unerreichten Ländern, wo es ganz schwer ist, Missionare hinzuschicken. Die leben in Deutschland, sind aber die ganze Zeit dann auf irgendeinem Unicampus und kommen nie ins Haus eines Deutschen. Und wir vermitteln dann sozusagen an Ostern und an Weihnachten in Häuser von Deutschen rein, machen vorher ein bisschen Training auch mit den Ehepaaren und Familien und Singles, die dann die Gastgeber sind, um zu sagen, wie können wir ein Osteressen oder ein Weihnachtsessen vorbereiten und diesen Teil von deutscher Kultur vermitteln und gleichzeitig sensibel, aber trotzdem deutlich dahindurch auch das Evangelium teilen. Ja, sich zielbewusst Dinge vorzunehmen und auch zu überlegen, was könnte ich denn für eine Möglichkeit nutzen in meinem Umfeld, um da etwas zu machen. Nimm die Dinge vor. Und das allerletzte ist ein bisschen verrutscht, aber es heißt together, zusammen. Wir brauchen uns gegenseitig. Hey, wir alle sitzen im gleichen Boot. Und Jesus hat seine Jünger immer zu zweit ausgeschickt. Ja, und wir alle erleben das, wenn wir alleine sind, dann werden wir versacken und dann werden wir entmutigt sein und wir brauchen uns gegenseitig. Wir brauchen Ermutigung, Unterstützung, wir brauchen auch mal liebevolle Rechenschaft, die sagt, hey, und wie lief es bei dir letzte Woche? Du wolltest doch da bei deinem Nachbarschaftsfest mit Leuten über Jesus ins Gespräch kommen. Wie lief es denn da? Oder was weiß ich, du wolltest doch für die kranke Person in deiner Firma kochen. Das brauchen wir. Wir brauchen uns. Und da möchte ich euch ermutigen, zu überlegen, wer sind so Leute in eurem Umfeld? Wer sind Freunde, Accountability-Partner, Mentoren, Leute, mit denen ihr enger zusammen seid, die so ein Team für euch bilden, um euch zu ermutigen, dran zu bleiben. So wie Paulus es brauchte, so brauchen wir das auch. So, ich weiß gar nicht, ist noch ein Slide da? Genau. Ohne Gott können wir nichts tun, aber ohne uns will er es nicht tun. So ein Satz, den ich toll finde, natürlich tut Gott auch ganz viele Dinge ohne uns, aber das sehen wir durch die ganze Bibel hindurch als eine Wahrheit. Natürlich können wir gar nichts tun ohne Gott, aber Gott will es auch nicht einfach ohne uns tun. Und ich möchte dich ermutigen, diese Fragen mitzunehmen. Was hat Gott heute zu dir gesprochen? Was sind die nächsten Schritte, die du gehen möchtest? Was hast du dir vorgenommen? Und betet in Kleingruppen. Und ich habe jetzt gerade nochmal gedacht, wir machen es jetzt nochmal anders, um das auch zu veranschaulichen. Wir alle sitzen hier im Boot. Wir wollen uns gegenseitig unterstützen. Darf ich euch alle bitten, aufzustehen? Und zum Abschluss dieses Seminars, wenn ihr die Möglichkeit habt, euch tatsächlich mega altmodisch und kitschig an den Händen zu halten, sodass jeder mit jemand anderem verbunden ist. Wir sind ein Leib, wir sind eine Familie, wir gehören zusammen. Und wir beten jetzt gleich alle gleichzeitig laut, möglichst laut, aber wenn euch das zu unangenehm ist, könnt ihr auch leise beten. Aber jeder betet für die Person, die an der rechten Hand mit einem verbunden ist, okay? Ich komme gleich zu dir, weil du gerade merkst, dass du niemanden an deiner rechten Hand hast. Wenn es euch auch so geht, dann dürft ihr auch jemanden mit beiden Händen fassen. Aber segnet die Person zu deiner Rechten. Segnet diese Person, dass Gottes Reich komme im Leben dieser Person. Dass die Dinge, die Gott heute zu der Person gesprochen hat, Dinge, die sie sich vorgenommen hat für den Alltag, dass Gott da Gnade schenkt. Dass Gott
Ermutigung schenkt bei den ersten Schritten, dass Gott Kraft schenkt, wenn auch Dinge mal schief gehen und nicht klappen werden. Und es wird bei allen von uns so sein. Betet und segnet die Person zu eurer Rechten, okay? Und dann mache ich noch den Abschluss. Ich segne euch im Namen dieses Schöpfergottes, der alles in seiner Hand hält. Im Namen des auferstandenen Jesus, der alles schon gemacht hat, der der Retter dieser Welt ist. Und ich segne euch und bevollmächtige euch, in euer Umfeld zu gehen, in euren Alltag zu gehen und gesunde Rhythmen in eurem Alltag zu integrieren, dass ihr immer wieder euch bewusst macht, dass ihr geliebte Kinder Gottes seid und dass ihr aus dieser Identität heraus in eurem Alltag Lichtstrahlen sein könnt, Wegweiser, Leuchten sein könnt, die auf Jesus hinweisen. Und ich segne euch mit Mut und vor allem mit Vertrauen darauf, dass Jesus wirklich bei euch sein wird. In Jesu Namen. Amen. Einen gesegneten Nachmittag euch noch. Viel Spaß bei allem, was noch kommt.